Penny probiert. Ach ja. Ah, der war auch. Hey Leute, ihr seid ja auch da. Ja, wir sind heute in der Petrusbrauerei im Herzen von Trier. Ich werde heute den Traum von vielen leben. Und zwar Braumeister Leno einen Tag lang beim Bierbrauen begleiten. Und ja, Leno, erzähl doch mal, beim Umgang mit dem Gottesgetränk quasi, was findest du dabei am schönsten? Am schönsten ist es natürlich, wenn es fertig ist. Aber der Hefe beim Arbeiten zuzugucken, das erfüllt mich jeden Tag, ja. Das kann ich gut verstehen und ich würde sagen, wir gucken einfach mal direkt in den Prozess des Bierbrauens rein. Als erstes widmen wir uns dem Malz. Einfach ein bisschen was abwiegen, das ist ja doch nicht nur das eine. Und dann wird das Ganze geschrotet. Das ist das Pilsner. Wenn du dran riechen willst, das Karamellmalz. Eine Wohltat. Ist auch mal ein gutes Frühstück. Das glaube ich, wenn du mal Müsli vergessen hast. Mhm. Genau, und das geht jetzt einmal hier durch die Schrotmühle. Da wird das zerkleinert. Ja. Mhm. Es wird geschrotet, nicht gemahlen. Also wir machen kein Mehl. Wir wollen die Spelze, die äußere Kornhülle erhalten haben. Damit das, was jetzt gerade passiert, oben diese natürliche Filterschicht bilden kann. Okay, alles klar. Dafür brauchen wir die Spelze. Gerste hat eine Spelze, Weizen zum Beispiel ist ein Nacktgetreide. Das hat die nicht, deswegen wird auch beim Weizenbier in der Regel 50% Gerste mit dazugegeben, um das überhaupt läutern zu können. Hier sieht man jetzt auch sehr gut, wir haben die verschiedenen Fraktionen, die Spelze, diese Hülle, die möglichst groß ist, die Grieße und auch ein Teil von Mehlen dazu. Und dann brauchen wir alles zusammen. Das heißt, du hast immer noch so verschiedene Konsistenzen. Genau. Einerseits sehr feinkörnige Sachen, andererseits auch Teile von der Hülle quasi. Das sind da. Je nachdem, wie man sagt, also 20% sind diese Kornhülle, 60% sind so verschiedene Grießfraktionen, das Grobe und nochmal 20% sind Mehle, der feine Staub. Dann liegt mal eine Schraube mit drin oder ein Spachtel hatte ich schon, wo ich mich frage, wie kommt der da mit rein? Yeah! Oh yeah! Shoot. Leg mich am Arsch, was haben wir das mal geschrotet? Genau. Gute Session. Dann darfst du auch noch einen hochtragen. Mach ich doch gern. Hi! Wir machen heute einen Pilz. Kommt ja im Grunde aus der Gerste.
Oder hier jetzt das Gerstenmalz, der Rohstoff. Ja. Die Frucht, wo die Energie jetzt von der Pflanze gespeichert ist, um die neue Generation, eine neue Pflanze auszubilden, heißt, die speichert das in Form von Stärke. Das ist das, wo dann später die Hefe, Alkohol und Kohlensäure draus macht und ein bisschen Geschmack und alles, was wir am Bier so lieben. Heißt, hier vorne wird die Stärke, alles, was im Korn drin ist, gelöst, zu Zuckern zerkleinert und im Grunde für die Hefe vorbereitet. Um das zu erreichen, wird das Malz, damit keine Klümpchen entstehen, langsam und gleichmäßig am Rand ins Brauwasser hinzugegeben und unter ständigem Umrühren zuerst auf 65, dann auf 72 Grad erhitzt. So werden die Inhaltsstoffe freigegeben und sobald das Brauwasser dann eine Temperatur von 78 Grad erreicht hat, wird es abgemeischt und in den Läuterbottich weitergeleitet. Hier ist jetzt einfach Wasser und das Malz drin. Man sieht es auch noch, halt stückig, wie ein Brei fast. Ein bisschen flüssiger, aber so ungefähr. Das geht jetzt in den zweiten rüber, der Läuterbottich. Da bleiben dann die Feststoffe zurück. Wir wollen jetzt nicht die ganzen Stücke mit dem Bier haben. Auf dem Bier möchten wir eigentlich nicht kauen. Ja. Hier ruht das jetzt 20 Minuten, dass es sich ordentlich absetzen kann. Die großen Stücke nach unten gehen, der Flüssige oben drauf schwimmt und bildet dabei einen natürlichen Filterkuchen, sagen wir. Halt eine natürliche Filterschicht, wo man schon mal alles rausholen kann, was noch so an Festbestandteilen drin ist. Während das Ganze geläutert wird, also die Flüssigkeit, die jetzt entstanden ist, vom Malz getrennt wird, bereitet Leno den Maischebottich schon mal für die nächste Charge vor. Das ist ja jetzt noch warm, deswegen lege ich das Wasser schon mal rein. Warm muss es sein. Und dann kann ich das schon mal mit aufwärmen. Deswegen auch immer zwei am Tag, dass man die Wärme vom ersten noch für den zweiten mit hat. Okay, ja. Braun ist immer energieaufwendig, weil man alles warm hat. Später in der Gärung wird alles gekühlt. Da ist auch viel Energie, die reinfließt. In jedem Fall ist es immer nass. Ja. Wir haben die drei Kessel hier, unser Sudhaus. Da passiert der ganze Zauber. Das ist, was wir heute machen. Heute Nachmittag übernimmt dann die Hefe und macht die eigentliche Arbeit und bringt uns den Alkohol und die Kohlensäure. Das heißt, wir machen aus unseren Rohstoffen Wasser, Malz, Hopfen und der Hefe hier noch nicht die Hefe, die Würze, woraus dann die Hefe am Ende die Arbeit macht. Das heißt, es ging heute Morgen los mit der Maischepfanne. Da haben wir eingemeischt, die Gerste und das Wasser zusammengetan. Jetzt sind wir gerade beim Läutern, schon fleißig dabei. Und werden dann eben gleich noch den Hopfen dazugeben. Und später gehen wir oben in den Gärkeller. Da kommt dann die Hefe dazu. Und damit haben wir dann unseren Teil heute erledigt. Ich wollte dich auch mal fragen, jetzt du als Experte, ich weiß nicht, ob du es selber schon mal ausprobiert hast. Es gibt ja auch frei verkäuflich diese Home-Brau-Kits quasi, die man machen kann. Was hältst du denn davon? Findest du, dass man da auch was mit anfangen kann? Oder ist das eher so für diesen Effekt so cool, man hat sowas mal? Es geht schon. Man kann auch zu Hause brauen, das habe ich auch schon gemacht. So habe ich auch angefangen. Ist natürlich schon interessant, wenn man weiß, was man so ungefähr macht. Ich hatte gestern erst jemanden, der zu Hause gebraut hat und dann hat er angerufen. Oh, sag mal, ist denn der Braumeister da? Ich habe mal eine Frage, nur ganz kurz. Das Bier schmeckt so lasch. Und dann ist, ja, was heißt denn jetzt lasch? Naja, ich habe dieses Rezept nachgebraut. Da ist es natürlich schwer, wenn jemand gar nicht weiß, was er macht und irgendwas schief geht, zu sagen, daran liegt's oder daran liegt's. Das sind viele kleine Faktoren. Es funktioniert schon und man kann auch gutes Bier zu Hause machen, wenn man halt die Grundsätze aber nicht versteht von dem, was man macht, kann dann doch auch viel schief gehen und gut, das Schlimmste, was passiert ist, dass es nicht schmeckt. Das Gute ist ja, vom Bier kann man nicht krank werden. Nicht ohne Grund ist Bier auch bis heute das sauberste Getränk der Welt und wurde im Mittelalter lieber Bier als Wasser, weil man weiß, vom Bier wird man nicht krank. Selbst wenn irgendwas schief geht,
krank wird man davon nicht. Das ist immer sauber. Der pH-Wert ist so niedrig, es können gar keine Krankheitserreger wachsen. Es wird eine Stunde gekocht, alle Rohstoffe sind steril. Im schlimmsten Fall hat man dann halt Hopfen, Malz und Wasser verschwendet im Grunde. Oder muss halt ein Bier trinken, was ja nicht so gut schmeckt. Aber machen kann man es auf jeden Fall und ist auch spannend. Macht auch Spaß, gerade zusammen. Es halt, dauert schon einen ganzen Tag. Aber wenn man in einer kleinen Gruppe mal braut, ist auch zu Hause eine schöne Sache. Der Professor hat immer gesagt, die 5 H's, gut für Haut, Haare, Hirn, Harn und Horn. Der Körper hat was davon. Jetzt geht das so lange hier im Kreislauf. Trübwürze pumpen heißt das. Das heißt, hier vorne war es noch die Maische, wo das Malz mit drin ist. Und jetzt sind noch Stückchen dabei. Der Filterkuchen zieht sich jetzt fest, diese natürliche Filterschicht. Und wenn das ein bisschen im Kreislauf lief, dann kommen auch keine Stückchen mehr durch. Und dann ist es die Würze. Das heißt, der Zucker aus dem Malz hat sich jetzt in dem Wasser gelöst. Die Festbestandteile bleiben jetzt hier zurück und den gelösten Zucker, die sogenannte Würze, geht weiter in die Würzepfanne und der Rest bleibt hier im Läuterbottich zurück. Wie das Ganze dann aussieht, könnt ihr hier sehen. Es wird weiter verwertet. Das ist sehr gutes Futter. Sagte mal, die Kälbchen, die warten schon und freuen sich. Endlich kommt es wieder. Manchmal ruft er auch an, wann braucht ihr denn? Wenn mal eine Woche Pause ist. Davon eine Tasse und man wird nicht krank. Okay. Im Sommer nicht so, aber im Winter ist es schon eine gute Sache. Es ist halt viel Zucker, ein bisschen Mineralien, Gerbstoffe, Eiweiß. Und jetzt ist es immer noch warm. Wir haben es eben bis 98 Grad aufgeheizt. Ein bisschen hat es sich abgekühlt, aber immer noch die Würze, Haltung warmer, Zuckersud sozusagen. Gerade im Winter, wenn es kalt ist, ist das immer eine schöne Sache. Das ist echt so, ja. Und eine Tasse. Alles noch Handarbeit. Ja. Das ist halt, ja. Aber das ist auch das Schöne daran. Ich wollte gerade sagen, macht das für dich auch aus, sage ich mal, in einer kleineren Brauerei zu arbeiten? Auf ich kann mir Fall. Vorstellen, dass das im größeren ja auch alles automatisiert ist, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall das, weswegen ich auch hier bin, dass man doch immer noch dabei ist und das Brauen auch selber macht und nicht einfach nur einen Knopf drückt, heute wird gebraut und die Automatik dann das einmal durchläuft und im Grunde alles selber macht und man am Ende nur mal reinguckt und die einzige Arbeit, die dann übrig bleibt, ist das Saubermachen. Okay. Das bleibt hier auch nicht aus, aber man hat auch noch ein bisschen was während dem Brauen davon und so ist ja auch, dass jedes Bier doch was Persönliches einfach ist und man immer dabei ist. Wie man sieht, ist der Weg zum fertigen Bier ziemlich komplex. Hier wird jetzt im nächsten Schritt erstmal der Hopfenextrakt hinzugegeben. Sehr geschmacksintensiv. Das ist, ja, das ist bitter. Und da die Bittere sich halt, wie gesagt, nur beim Kochen löst oder mit Alkohol, hast du das jetzt den ganzen Tag im Mund. Perfekt, da freue ich mich ja. Sobald das zukünftige Bier am Kochen ist, kommt der Hopfenextrakt mit rein. Brauen ist 1 bis 2 Mal die Woche. Okay, ja. Abfüllen, filtrieren, sauber machen, ja, das ist der Rest der Woche. Ja. Da hat man schon alles drin, ja. Langweilig wird's nie.
Bei so viel Expertise und Liebe zur Arbeit, die aus Leno rausgequollen ist, war natürlich eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, wie er überhaupt dazu gekommen ist, den Weg eines Braumeisters zu beschreiten. Ach so, war fast ein Zufall eigentlich. Ich hatte einen Braukurs mitgemacht und da haben wir ein Bockbier gemacht. Und das war das beste Bier, was ich bis dato getrunken hatte und wusste auf einmal, man kann noch viel mehr machen als nur das Supermarktbier, was man so kennt. Und da ging das Interesse für das Brauen los. Und dann ging das ganz schnell, dass ich, okay, da mache ich eine Ausbildung. Ich komme aus Berlin, da hat das Ganze angefangen und bin dann hier fürs Bier, für die kleine Brauerei, wo man noch handwerklich arbeiten kann, nach Trier gekommen. Na, wenn das mal kein schöner Grund ist, um in eine Stadt zu ziehen. Als nächstes hat mich da natürlich direkt interessiert, was für Bier Leno in seiner Brauerei denn so alles anbietet. Ich habe jetzt 5 Sorten da. Heißt Pilz und Helles ist eigentlich immer da. Okay. Und dann haben wir noch ein paar Saisonbiere. Aktuell noch ein Maibock, ein Starkbier, das Kokosnuss Ale, was jetzt das Sommerbier gerade ist. Solange es noch da ist, halt die Sorten, die wir machen. Ich mache mal 1000 Liter und dann solange wie der Vorrat reicht sozusagen, bis das leer ist, ist es noch da. Und ein Weizen, was auch dann Saisonbier für den Sommer ist. Im Winter kommt dann wieder ein Schwarzbier, im Herbst so ein Festbier. Ja, Leno, wie viele Flaschen sind denn jetzt in der Kiste von euch? 24. 24, 24 Flaschen? Der Tag hat 24 Stunden, das kann eigentlich kein Zufall sein, oder? Darf man trinken, Prost. Das ist neben der Arbeit, den Verkauf zu haben, manchmal ein bisschen stressig, aber auch immer schön, weil man gleichzeitig am Produkt arbeitet, aber auch mit dem Kunden im Kontakt ist und das sich teilt und auch genauso nachfragen kann, wie hat es geschmeckt, wie ist das so, wie ist das so. Wenn man mal Zeit hat, wenn ein Platz ist, welches Bier wollen wir als nächstes brauen? Und dann frage ich rum und wenn die Leute alle für dasselbe stimmen, dann kann man auch da mal ein ganz anderes Rezept machen und was ausprobieren. Das ergänzt sich sehr gut. Und am Feierabend, wenn noch Kunden da sind, mal ein Bier zusammen zu trinken, ist auch immer eine schöne Sache. Die Qualitätskontrolle gehört dazu, ja. Dann kommen wir jetzt zu der mit am wichtigsten Arbeit, das Spindeln. Oha! Das heißt, wir messen den Zuckergehalt. Okay. Wie viel Zucker haben wir jetzt drin? Der Zucker wird später zu ziemlich genau 50-50 Alkohol und Kohlensäure. Das heißt, hier können wir auch einstellen, wie stark wird das Bier. Okay, ja. Ob es jetzt ein Bockbier oder ein Leichtbier oder ein Vollbier oder ein Schankbier wird. Da sei dir die Ehre, den Spindelzylinder einmal voll zu machen. Da haben wir jetzt ca. 0,5 Liter. Der Zylinder ist zum einen doppelwandig und aus Kupfer, um das runterzukühlen. Zum anderen passt da genau die Spindel rein. Das ist eine dichte Spindel. Die ist auf 20 Grad geeicht, das heißt, die hat ein besonderes Gewicht und bei 20 Grad schwimmt die dann aufgrund ihres Gewichts, entweder sinkt sie weiter ein oder nicht ganz so tief ein. Daraus kann man die Dichte der Würze hier berechnen, bemessen und den Zuckergehalt damit. Und das machen wir, sobald das 20 Grad hat. Da kommt dann der Brauerfinger und sagt, das ist noch zu heiß. Ach so, das ist wieder geil. Schauen wir mal, oh, das ist schon ein bisschen kälter als 20 Grad. Okay. So. Und jetzt kommt die Spindel. Heißt, ich weiß, das bewegt sich jetzt schon zwischen 10% und 15% Zucker. Und die sinkt dann genau so weit ein, dass wir das ablesen können. Ziemlich genau 13 sind. 13,1.
Und dann gibt es die Temperaturkorrektur, das ist ein Thermometer. Ah ja. Da sind knapp 21 Grad. Der gute alte Brauerfinger. Ja. Nicht schlecht. Über die Stechlatte, die auch geeicht ist, da kam das Eichamt. Die haben dann literweise das hier reingekippt, bis sie, je nachdem, wie viel ist es genau, 400, 500. Um das, darauf wird dann auch die Biersteuer berechnet, auf die Menge und den Zuckergehalt, den wir hier ausmessen. So, jetzt haben wir hier 570. Ein bisschen Zeit ist ja. Da gibt es wirklich das Eichamt, die dann da vorbeikommen mit dem Holzstab. Mit einem Becher und litern das genau aus, das machen ihre Blombe drauf und dann muss man das darauf berechnen. Hammerhart. Und dann ist später egal, was die Hefe genau daraus macht. An dem Zuckergehalt wird dann die Alkoholsteuer, die Biersteuer bemessen. Okay, ja. Und selbst nach Feierabend ist das, was Leno durch seine Arbeit gelernt hat, immer präsent. Die Mikroorganismen, die Mikrobiologie, die trägt sich ins ganze Leben mit. Ja, auf jeden Fall. Hefe ist überall in der Luft. Die Bakterien, die Hefezellen, die Pilze fliegen rum. Und da ist auf jeden Fall ein Bewusstsein. Auch wenn ich einfach nur atme, dann rieche ich die Luft um mich herum und was gerade unterwegs ist und was man riecht. Das lässt einen nicht los, nee. Das ist Beruf und Passion, nimmt man überall mit hin. Ja, Leno, wo sind wir denn jetzt hier? Was passiert hier? Jetzt sind wir hier im Gärkeller. Wir haben ein Bier jetzt gebraut und damit ist für uns der Brautag heute abgeschlossen. Und die Gärung kann beginnen. Das ist jetzt hier drin, das abgeschlossen. Da haben wir jetzt unsere 500 Liter Bier drin. Warte, das dauert noch einen Monat, dann ist erst der Alkohol fertig. Schade, hätte ich das mal vorher gewusst. Oh Mann, ey. Sieht so verlockend aus, okay. Was passiert denn jetzt noch hier? Also es wird jetzt gekühlt, es wird danach gekühlt und jetzt ist es hier gekühlt ist es, das gärt jetzt eine Woche mit der Hefe und danach nochmal einen Monat in der Lagerung, bis das Bier so fertig ist, wie man es aus der Flasche trinken möchte. Und dann haben wir es erst. Da muss ich mich wohl noch ein bisschen gedulden. Okay, okay, sehe ich ein. Ganz so schnell geht's auch nicht. Ja. Das Bier oben schwimmt ein bisschen noch die Hefe auf. Das ist jetzt die Schlauchverdecke. Daran sieht man auch, aber vor allem ist mein Zuckergehalt, dass es fertig ist. Mhm. Und dann heute in den Tank geht, dass noch genug Restzucker da ist, damit genug Kohlensäure entstehen kann, weil hier ist es jetzt offen. Und die Kohlensäure kann einfach entweichen. Da ist noch die Hefe drin. Es ist relativ blank, aber leicht trüb noch. Und wenn das durch den Filter geht, wie unser Pilz zum Beispiel, macht es das Bier stabiler. Mhm. Also die Hefe ist ein Lebewesen und arbeitet immer weiter. Ja. Das sagen wir auch mal, die Hefe, die kennt kein Wochenende, die kennt keine Feiertage. Die macht ihren Job Tag und Nacht, jederzeit. Damit aber das Bier im Markt zum Beispiel oder auf dem Kühlschrank zu Hause nicht weiterarbeitet, sondern so bleibt, wie es ist, lassen wir das durch den Filter laufen. Okay. Und dann ist die Hefe raus und es bleibt so, wie es sein soll. Und das ist beim Bier nicht wie beim Wein, der mit der Zeit sich immer weiterentwickelt und besser wird. Wir haben beim Bier den einen Moment, wo das perfekt ist und da wollen wir es dann halten oder einfach möglichst schnell trinken oder möglichst lange auf diesem Zeitpunkt beibehalten. Vorsicht, Spritzgefahr. Hier benutze ich ein klassisches Braumeisterwerkzeug namens Hakenschlüssel, um den Schlauch vom einen in den anderen Gärtank anzuschließen. Heißt, das Bier selbst braucht 5 Wochen. Dann aber je nach Sorte wird es noch filtriert und abgefüllt und mit allem drum und dran. Mit 6 Wochen kann man immer gut rechnen. Okay, alles klar. Also das ist, wo man so als Brauer immer 6 Wochen in der Zukunft lebt eigentlich. Ja. Das will ich dann und dann fertig haben. Das heißt, ich muss es heute machen. Okay. 1,5 Monate immer im Voraus. Okay, dann probiere ich jetzt mal das Verkorken aus. Ein ganz wichtiger Prozess, bei dem die Flasche quasi verschlossen wird. So.
Jawoll! Nee, nee, fühlt sich komisch an. Komm, das geht doch nicht. Hi! Stößchen! Zum Wohl. Wenn das jetzt abgefüllt ist, gibt's hier, solange der Kronkorb noch drauf ist, kann man das einmal ablesen, wie viel und 330 soll es haben, da der Füllstand jetzt drunter ist, okay, wird das nicht verkauft. Ein wertvolles Stück Papier. Das und damit muss das wohl getrunken werden. Ah, Mann, ey, ausgerechnet. Das ist jetzt auch Arbeit. Ja, genug getrunken, jetzt wird wohl. Wenn der Flascheninhalt den benötigten Füllstand erreicht hat, kann das Bier zum Verkauf abgepackt werden. Zum Beispiel als Sixpack. Und auch dafür gibt es ein eigenes Werkzeug. Ja, Leno, das war ein wunderbarer Arbeitstag, ein wunderschöner Dreh. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und wie ist denn jetzt das Fazit? Würdest du abschließend mich als Braumeistergehilfen auch mal für einen Tag nehmen oder wie habe ich mich angestellt? Ja, wunderbar, schön, dass du da warst. Kannst gern wiederkommen und dann machen wir nochmal 1000 Liter Bier. Das ist ein Angebot, was ich sehr gerne annehme. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Stößchen. Zum Wohl.